Also wichtig vielleicht erst einmal zu wissen, dass wir Seelen auf der Erde haben, die von überall aus dem Kosmos kommen, ganz andere Erfahrungen mitbringen, ganz andere Erlebnisse mitbringen, ganz junge, ganz alte Seelen, alles parallel nebeneinander hier auf dieser Erde. Und das ist diese Menschheit in dieser einen Form, wie wir es hier oberflächlich erfahren, eigentlich nicht gibt. Also nur weil man in einem menschlichen Körper sitzt, heißt es nicht, dass man zum Beispiel seelisch bisher viele menschliche Erfahrungen durchlaufen hat. Und die meisten Wesen, die Richtung Transhumanismus trommeln, sind eigentlich im Urseelischen überhaupt nicht erdenspezifisch. Sie kommen von ganz anderen Ebenen. Und deswegen ist die Bewusstseinsschwingung vieler Menschen so divers, so unterschiedlich. Deswegen sind die Wahrnehmungen so vieler Menschen so unterschiedlich. Und letztlich, was der vereinende Faktor aller Wesen, die gerade hier inkarniert sind, ist, dass wir gerade in ein Zeitfenster hineinrutschen, wo ein gigantisches Tor zu einer höheren Dimension aufgeht. Durch den kollektiven Reset und durch die starke Unterdrückung im kollektiven Feld, weil jede Kraft eine Gegenkraft erzeugt und so lange unterdrückt wurde, dass die Gegenkraft, die in Richtung Expansion und Erwachen geht, wirklich, wirklich sehr, sehr hoch ist. Dann noch eine kurze Zwischenfrage zu den Wesen, die nicht inkarnieren. Wie meinst du das genau? Was kann man sich da vorstellen, wenn du sagst, es gibt Wesen, die nicht reinkarnieren oder wieder inkarnieren? Was hast du da für ein Bild oder ein Beispiel? Nein, deren Art von Evolution ist ganz anders aufgebaut, als wir es hier erfahren. Das heißt, diese Wesen erleben immer etwas, was sie noch nicht kennen, erleben Evolutionsmuster, die sie noch nicht vollendet haben. Das ist aber für uns als Mensch nicht gültig. Wir erleben unsere eigene Vergangenheit durch die Inkarnation in unsere Vergangenheit eben. Das heißt, diese Wesen, die hier im Physischen inkarniert sind und die maßgeblich das physische Weltall mitgestalten, die haben sich aufgrund der Identifikation mit dem Bewusstsein an Form irgendwie so ein bisschen selber verloren. Und da braucht es so kleine Erweckungsimpulse, dass das Bewusstsein wieder aus der eigenen Schöpfung geholt werden kann. Also diese Wesen haben sich wie in ihrer eigenen physischen Schöpfung verloren, also durch Bewusstseinsidentifikation mit Materie. Und jetzt kommen Impulse aus der Zukunft von höherdimensionalen Wesen und höhere Dimensionen sind die Zukunft, das ist identisch, um bestimmte Impulse zurück in die Zeit zu legen. Und das ist etwas, was wir gegenwärtig als Erinnerung im kollektiven Feld wahrnehmen können. Das heißt, wir erinnern uns nicht nur an unsere Vergangenheit, sondern auch an unsere Zukunft zunehmend mehr. Wir kriegen mit, das, was gerade passiert auf dieser Welt, ist eine uralte Geschichte, die wir selbst irgendwann mal aus einer höheren Bewusstseinsebene geskriptet haben und die wir jetzt nacherleben. Das heißt, in einer gewissen Ebene kennen wir alles, was bereits passiert ist und was noch passieren wird, aus einem höheren Bewusstsein heraus. Das geht aber nicht allen Wesen so. Das geht nur den Wesen, die sich an ihr höherdimensionales Sein erinnern und diesen Erinnerungsstrom aktivieren, die Informationen daraus beziehen und die entsprechend aus der Seelenebene das Skript von Raum und Zeit bekommen. So, das ist etwas, wo Bewusstsein erlöst und befreit werden darf. Und das ist maßgeblich an drei Orten in dem physischen Weltall der Fall, dass dort Bewusstsein die stärkste Bindung an Materie erfahren hat
und einer dieser Orte ist diese Erde. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.